Sehr verehrte Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kleinen Mini-Podcast, wenn man es so nennen kann, denn genau wie zu Book of Boba Fett möchte ich einmal jetzt einen Tag vor der finalen Folge der Obi-Wan Kenobi-Serie oder besser gesagt vor Teil 6 einmal ein kurzes Video darüber machen, beziehungsweise einfach einen kurzen Mini-Podcast, wenn man es so nennen kann, darüber machen, was denn so alles in dieser finalen Folge geschehen kann. Und dabei werden wir uns erstmal so Punkte aus der Geschichte angucken, was die Hauptgeschichte angeht, Kenobi selber angeht oder Reaver, die ja, wie man in der letzten Folge gesehen hat, noch nicht auserzählt ist, wo noch durchaus etwas auf uns zukommen wird. Und dann bis hin zur Spekulation über mögliche Überraschungsauftritte im Finale, mögliche Flashbacks, die wir noch sehen könnten. Und ganz am Ende besprechen wir noch das ganz große Leia-Organa-Problem, was die Serie leider aufgemacht hat und was sie unbedingt noch lösen muss. Und ich würde mal sagen, ich habe die ganzen Themenpunkte einmal mit Timestamps markiert, damit jeder einfach zu dem springen kann, was ihn halt interessiert, wenn manche nicht so ganz interessant sind. Und wir sprechen erstmal über die grundsätzliche Geschichte. Was erwartet uns da noch jetzt in der finalen Folge? Also erst einmal kann man vor allem eine Sache erwarten, und zwar, dass man ein grundlegendes Story-Element aus Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, hier wiederfinden wird, weil bisher hat jede Folge der Kenobi-Serie der zugehörigen Star Wars Episode in irgendeiner Form tatsächlich entsprochen. Das war bei den ersten drei nicht so krass deutlich. Da hatte man halt nur kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass in Folge 2 einfach Obi-Wan auf einem Cyberpunk-Planeten ja eine Mission hatte, oder in Episode 3, dass halt eben Vader und Obi-Wan ein Duell haben. Das war, darf wenn nicht noch, etwas schwammiger. Sehr deutlich dagegen wurde es dann in der 4. und 5. Folge, wo wir wirklich in Episode 4 so ziemlich den Plot aus Episode 4 Eine neue Hoffnung bekommen haben, wo Leia aus einer imperialen Einrichtung gerettet werden muss und Obi-Wan sich da halt eben an Sturmtruppen vorbei schleicht und da stark dran beteiligt ist. In Episode 5 hatten wir dann quasi die Schlacht von Hoth so ein bisschen neu erzählt, wo das Imperium eine Gruppe von Rebellen belagert und für die Rebellen geht es nur noch darum, Zeit zu schinden, bis sie entkommen können, was ja in Episode 5 so ist, dass sie halt draußen kämpfen, damit die halt ihre Frachter beladen können und halt eben von Hoth entkommen, während es halt hier so war, dass hier ja eben die Tür aufgehen musste, damit sie da entkommen mussten und dann am Ende halt Vader in die Basis rein ist. Das war schon sehr deutlich oder viel deutlicher als bei den Folgen 1 bis 3, finde ich, hier mit Folge 4 und 5. Deswegen denke ich auch, wird man hier ein sehr deutliches Element aus der Rückkehr der Jedi-Ritter in dieser Folge haben, und welches das sein wird, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Und ja, wir sind in der letzten Folge damit zurückgelassen worden, dass das Schiff vom Pfad, auf dem sich ja auch Leia Organa und Obi-Wan Kenobi, welche man getrost als die zwei Hauptcharaktere bezeichnen kann, zusammen mit Reaver befinden, ja, kein Hyperantrieb mehr hat, beziehungsweise der ist einfach ausgefallen. Das heißt, die können da eigentlich nicht mehr vom Planeten wegspringen in den Hyperraum. Das heißt, sie schweben da im All, und da haben wir auch noch Darth Vader Sternzerstörer, bei dem es sich wahrscheinlich ja auch schon um die Devastator aus Episode 4 handelt, am Start. Und deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir so eine Tante 4 Situation wie aus Episode 4 haben werden tatsächlich. Passt nicht ganz zu dem Spiegel zu Episode 6, aber es macht nur Sinn für mich, dass wir dann halt eben diesen Transporter des Pfades haben, der dann vom Sternzerstörer, wie halt die Tente 4 in Episode 4 am Anfang, so unten am Hangar eingespeist wird und dann die Imperialen versuchen, an Bord zu kommen. Das ist für mich eigentlich aus der Ausgangssituation das Logischste, was man hier tatsächlich machen könnte, denn realistisch gesehen dürften die hier eigentlich ohne Hyperantrieb überhaupt keine Chance haben, diesem Sternzerstörer zu entkommen, weil wir sehen ja in Episode 4, wie der Sternzerstörer auch keine Probleme hat, die Tante 4 da noch einzuholen. Es sei denn, wir kriegen wie in The Last Jedi so eine ganz komische Verfolgungsjagd. Die einzige Alternative wäre, dass es hier in der Nähe tatsächlich noch irgendeinen Planeten gibt, wo man dann ja, um jetzt die Brücke zu Episode 6 zu schlagen, man dann vielleicht so eine Guerilla-Story, wie halt eben die Rebellen es auf Endor gemacht haben, hier erzählen könnte mit dem Pfad. Aber davon gehe ich eher nicht aus, denn damit kommen wir jetzt einmal zum uns versprochenen Rematch des Jahrhunderts, was es ja noch zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi geben wird, und das wird es zu 100% geben, denn erst einmal war das in Folge 3 nicht wirklich das Rematch des Jahrhunderts, und außerdem existiert ja noch dieses Concept Art, wo Vader und Obi-Wan in irgendeiner brennenden Umgebung miteinander kämpfen. Das heißt, dieser Kampf steht uns hier auf jeden Fall bevor, und ich hoffe wirklich, dass man den extrem groß inszeniert, dass der auch mal wirklich so 5-6 Minuten geht, also wirklich ein großer Lichtschwertkampf ist, und dann vor allem auch mit passender Musik, weil die Musik, die war ja bisher sehr bemüht, überhaupt nichts Bekanntes aus Star Wars bisher in irgendeiner Form anzuspielen, was sehr schade ist, da die Musik selber auch nicht wirklich was Interessantes hervorgebracht hat.
und so leider durch die ganze Serie hindurch meistens sehr generisch ist. Aufgefallen ist mir nur in der letzten Folge, dass man so eine ähnliche Variante des Imperial Marschs hatte, als Vader in die Basis gegangen ist, aber das war es auch eigentlich so. Da ist bisher wirklich viel zu wenig gekommen von der Musik, deswegen hoffe ich, dass man da wirklich einen richtig geilen Soundtrack für dieses Duell auch geschrieben hat. Das ist ja die Komponistin, die auch Loki gemacht hat, wo sie mir, beziehungsweise die Musik mir wirklich gut gefallen hat. Und da erwarte ich nicht, dass man dann einfach anfängt, noch einmal Battle of the Heroes, Duel of the Fates, Anakin vs. Obi-Wan, halt so die typischen Stücke da einfach zu spielen. Denn ja, Battle of the Heroes ist nicht das einzige Stück, was gespielt hat während des Kampfes in Episode 3. Die erste Hälfte davon hatten wir das Stück, was einfach Anakin vs. Obi-Wan hieß so. Ich hoffe mir einfach, dass man einen wirklich neuen Soundtrack hat, der ein paar Töne und Elemente aus diesen anderen bekannten Prequel-Kampf-Themes quasi mit in sich integriert, aber doch etwas Neues macht. Das ist da so ein bisschen meine Hoffnung, dass es auch wirklich eine Musik ist, die im Kopf bleibt und dieses Duell dann auch wirklich schön untermauern kann, weil das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr in den Sequels gefehlt hat, dass wir diese richtig großen epischen Lichtschwertkämpfer haben und dann dazu passend einen eigens dafür geschriebenen Soundtrack. So, das hat mir ein bisschen gefehlt, deshalb hoffe ich mir hier tatsächlich noch so ein bisschen. Und ich hatte ja tatsächlich eben gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass der Sternzerstörer, die Devastator, hier das Schiff von dem Pfad einspeisen wird und man dann so irgendwie darauf kommt, dass dann die eine auf das Schiff der anderen gehen, wie auch immer das dann laufen wird, und dass sich dann halt da Obi-Wan und Darth Vader über den Weg laufen. Das passt halt auch, finde ich, gut zu diesem Concept Art, weil das sieht halt schon so aus wie in irgendeiner Einrichtung, die auch gut ein Sternzerstörer sein könnte, also würde ich das deswegen mal nicht ausschließen, aber man muss dann vor allem, was den Kampf zwischen Obi-Wan und Vader angeht, aufpassen, dass das natürlich zu den Dialogen aus Episode 4 passt. Und da haben wir halt einfach den Dialog, dass Vader sagt, dass beim letzten Mal, als sie sich getroffen haben, er der Schüler war und Obi-Wan der Meister. Das heißt, Obi-Wan muss hier überlegen aus dem Kampf hervorgehen. Denn eigentlich haben wir mit dem Ende der 5. Folge schon eine Situation, wo das passen könnte, wo Obi-Wan tatsächlich als Sieger hervorgegangen ist in diesen Mindgames, wenn man so sagen kann, zwischen ihm und Vader. Das hat man ja sehr schön gegengeschnitten mit diesem Trainingsflashback und auf eine ähnliche Art und Weise, wo Obi-Wan sich hier wirklich durch die Kopfarbeit, wenn man so sagen kann, als Überlegene herausstellt aus diesem Kampf, muss man hier irgendwie rausgehen, damit dieser Dialog Sinn ergibt. Eine Sache, die von der ich nicht mehr glaube, dass sie vorkommen wird, weil das letztendlich zu viel des Guten wäre, sehr wahrscheinlich in dieser Folge, die sehr voll werden wird, aber die ich mir eigentlich wirklich vor dem Rematch zwischen Vader und Obi-Wan gewünscht hätte, wäre, dass man Obi-Wan vielleicht noch einen Inquisitor als Gegner vorgesetzt hat, damit man halt zwischen der klaren Niederlage, die an Folge 3 gegenüber Darth Vader leiden musste, noch einen Übergangsgegner vor dem großen Rematch im Grunde hat, denn wir haben schon gesehen, wie Obi-Wan mit dem Lichtschwert und dem Blasterabwehren vor allem und halt auch der Macht sich jetzt in den letzten Folgen ja durchaus gebessert hat, aber irgendwie wäre mir der Sprung zu einem Kampf, wo er gut gegen Vader irgendwie rauskommt, doch ein bisschen zu groß. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man irgendeinen Inquisitor genommen hätte und Obi-Wan dann einen 2-Minuten-Kampf gibt, wo Obi-Wan dann gar nicht so schlecht aussieht und am Ende vielleicht sogar gewinnen kann. So etwas in die Richtung hätte ich mir da wirklich gewünscht. Wir haben ja auch mit dieser neu eingeführten Inquisitorin dann Inquisitorin, die sogar hätte sterben können, theoretisch. Auch wenn ich sie dafür eigentlich vom Design her zu cool finde. Aber ich hätte mir einfach einen Kampf gewünscht, wo man wirklich sieht, okay, Obi-Wan geht hier in die richtige Richtung. Der könnte jetzt wirklich möglicherweise bald bereit sein für das Rematch gegen Darth Vader. Das könnte man natürlich auch hier noch in diese Folge hier reinbringen, denn wir haben hier noch den Großinquisitor, aber der kann auch nicht wirklich sterben und wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, wenn wir hier noch ein Duell vor dem Kampf mit Darth Vader reinbekommen, da es ja tatsächlich durch eine andere Entwicklung, zu der wir gleich noch kommen, auf ein weiteres Duell nach dem Vader-Kampf auch noch in irgendeiner Form hinauslaufen könnte. Ja, dann ist die große Frage, wenn das, was ich sage, eintrifft und der Sternzerstörer den Transporter vom Pfad mit einem Traktorstrahl oder irgendetwas halt eben festsetzt, wie kriegt man dann den Pfad da raus? Denn ich denke nicht, dass wir hier ein Ende haben werden, wo der Pfad ausgelöscht wird. Ich gehe mal eher von einem hoffnungsvollen Ende aus und das schließt mit ein, dass da halt die meisten in irgendeiner Form entkommen werden. Das heißt, da muss man halt den Pfad irgendwie gut rausbekommen. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt so eine Sache wird, dass Obi-Wan Vader auf dem Sternzerstörer hinhält, während die sich vom Pfad halt in ihrem Transporter verbarrikadieren und dann irgendwann, wenn Obi-Wan wieder zu ihnen stößt, halt in der Zeit den Hyperantrieb repariert haben und dann einfach wegfliegen. Ich hoffe, das wird nicht so etwas ultrasimples wie das. Würde ich der Serie aber leider Gottes, wie sie zum Teil geschrieben ist, auch zutrauen. Ich hoffe, die finden da eine durchaus kreativere Lösung, die besser ist als alles, was ich hier gerade gesagt habe. Denn
Das sind auch nur meine Gedanken. Das hier ist natürlich nicht das Perfekte, was passieren kann. Möchte ich dazu auf jeden Fall noch sagen. Ja, das sind so die Punkte, die die Hauptstory angeht, von denen ich so denke, was so passiert. Bis auf einen großen Unterpunkt, zu dem wir gleich noch um Reaver herum kommen. Was Obi-Wan angeht, hoffe ich einfach, dass man charaktermäßig eine Entwicklung zu dem hoffnungsvollen und ja, wirklich, was das Mindset angeht, auf einer deutlich höheren Ebene agierenden Episode 4 Obi-Wan schlägt. Und das ist ja nicht nur die Episode 4 Obi-Wan, genauso fühlt sich auch der Obi-Wan in Rebels an, in der dritten Staffel. Das müsste ja, glaube ich, 2 vor der Schlacht von Yavin spielen, sein Duell, was er da mit Darth Maul hat. Also eine Entwicklung zu diesem Obi-Wan, 7 Jahre später von hier, muss man da auf jeden Fall noch machen. Man hat Ansätze davon gezeigt, jetzt hat man nur noch eine Folge, um da wirklich große Sprünge hinzumachen. Ich bin gespannt, wie das gelingen wird, das wäre mir auf jeden Fall wichtig, dass man da in diese Richtung geht. Und eine Überlegung, die ich mal hatte, die ich aber verworfen habe, weil man das, denke ich, nicht gut einbringen kann, wäre für mich, dass man eine Erklärung dafür eben findet, warum Obi-Wan auf einmal so krass gealtert ist, weil er schon McGregor doch deutlich besser weggekommen ist, als man es hätte erwarten können. Und in 7 Jahren soll der graue Episode 4 Obi-Wan sein, weil er das schon in Rebels halt eben ist. Ich weiß ja nicht. Da hatte ich halt eben vor der Serie an was Ähnliches gedacht, wie das Palpatine halt die Machtblitze abbekommen hat und deswegen das verschrumpelte Gesicht bekommen hat. Aber so etwas so kann man halt eben mit Obi-Wan jetzt hier nicht unbedingt machen. So Machtblitze sind da generell raus und das ist einfach ein sehr weirder Gedanke, der sich ziemlich komisch anfühlen würde. Deswegen, ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben, falls es passiert, damit ich sagen kann, haha, ich hab's gesagt, aber ich gehe nicht davon aus, dass man es macht und würde es auch für ein bisschen random und merkwürdig halten, wenn man dafür versucht, eine Erklärung zu erzwingen. Und das war, wie gesagt, nur ein Gedanke, den ich vor einiger Zeit mal hatte, den ich hier kurz erwähnen wollte. Und dann kommen wir zum großen, großen Unterpunkt, von dem man nicht sagen kann, wie groß der jetzt wirklich noch werden wird in dieser Folge. Und das ist Reaver. Also, Reaver hat man ja letzte Folge am Leben gelassen, was ich persönlich nicht sehr gut fand, da ich finde, dass ihre Geschichte auserzählt war. Aber nein, man hat sie am Leben gelassen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, lächerlich oder nicht, sei mal dahingestellt. So, meine Meinung habe ich da in der Review zu Folge 5, die gestern gekommen ist, sehr, sehr deutlich gemacht, dass ich nicht der größte Fan davon war. Aber lassen wir das und gehen jetzt einfach von dem Punkt an weiter, an dem wir jetzt eben sind. Und zwar Reaver, welche jetzt noch am Leben ist und vor allem von Luke weiß. Also, erst einmal, was Reaver betrifft, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch in den Obi-Wan-Vader-Konflikt, der sich jetzt hier noch abspielen wird, eingreifen wird. Maximal vielleicht auch am großen Inquisitor, aber das würde auch sehr, sehr komisch wirken, weil da kann sie nicht als Siegerin rausgehen, weil der große Inquisitor die Serie hier zu 1000% überleben muss. Deswegen denke ich, wird man Reaver überhaupt nicht mehr in diesem Hauptkonflikt drinne haben. Aber wir haben ja jetzt die Info, dass sie jetzt davon erfahren hat, dass auf Tatooine ein gewisser Owen einen Jungen hat, mit dem auch Bail Organa eine Verbindung hat. Das heißt, sie hat quasi von Luke erfahren und vor allem weiß sie halt eben, weil sie Owen ja schon kennt und ihn auch schon damals verdächtig fand, weiß sie, wo sie Owen findet und kann darüber über Owen eben zu Luke gelangen. Und das bedeutet, dass ich mir jetzt auch sehr sicher bin, dass jetzt, wo sie es halt eben gemerkt hat, dass sie es nicht schaffen wird, sich an Vader zu rächen, dass sie sich jetzt eben versucht, an Obi-Wan zu rächen. Denn sie ist alles andere als cool mit Obi-Wan. Sie ist nicht einfach die nette Jedi, die jetzt sich einfach an Vader rächen wollte und dann wieder hier tolle Jedi ist. Nein, sie ist schon volle Kanne auf der dunklen Seite, was das Mindset angeht. Hat ja auch keine Hemmungen gehabt, Leuten Hände abzuschneiden oder auch Owen schon in den Gesprächen in Folge 1 damit zu drohen, seine ganze Familie auszulöschen. Also, die hat da absolut keine Hemmungen mehr und Obi-Wan macht sich nicht nur Vorwürfe, dass er damals Anakin nicht aufgehalten hat bei der Order 66. Nein, letztendlich hat Obi-Wans ja Beeinflussung in der letzten Folge auch dazu geführt, dass er sich dazu hat hinreißen lassen, jetzt quasi Vader hinterrücks anzugreifen, was dann vielleicht, ja, am Ende, wie wir gesehen haben, nicht so gut für sie ausgegangen ist. Und das bedeutet, dass ich vermute, dass sie dafür auch Obi-Wan die Schuld geben wird, dass ihre Rache an Vader eben nicht geklappt hat. Das heißt, die ist jetzt sehr pissig an Obi-Wan und möchte sich irgendwie an ihm rächen. Deswegen vermute ich mal, dass sie sich jetzt auf den schnellsten Weg nach Tatooine machen wird und da schon, wie gesagt, auch weiß, wo sie halt eben Owen findet. Und das wirkt für mich halt eben wie ein Storypunkt, der jetzt so groß, wie er am Ende von Folge 5 angeteased wurde, auf jeden Fall jetzt, wo er da ist, noch von der Serie behandelt werden muss. Die letzten Shots der letzten Folge waren ja die Lars Farm und Luke, wie er da ganz friedlich schläft. Und das wirkt ja quasi, als wenn etwas kommt, was diese Ruhe jetzt stören wird. Und das wird halt dann eben Reaver sein. Und ja, das wird halt ein Storypunkt sein, der wird wichtig, nachdem Obi-Wan irgendwie Vader mit Leia entkommen ist
und dann vielleicht schon Leia abgegeben hat, aber früher oder später, ob jetzt mit oder ohne Leia, dann erstmal nach Tatooine zurückkehrt. Und dann wird halt eben dieser Storypunkt relevant werden. Und da ist halt wirklich die Frage, was macht man denn damit jetzt noch? Erstmal ist es sehr komisch, dass das mit Vader nicht das Finale der Serie ist. Passt natürlich dazu, dass Reva die präsentere Figur war im Vergleich zu Vader in der Serie und man Reva durchaus als eine, ja, fast schon Hauptfigur, aber eher sehr aktive Nebenfigur, denke ich, bezeichnen kann. Deswegen macht das aus der Hinsicht Sinn, dass sie quasi nochmal nach Vader einen größeren Part bekommt. Aber für mich fühlt es das nicht richtig an, da für mich eigentlich, wie man in die Serie reingegangen ist, Vader und Obi-Wan der Fokus war. Deswegen fühlt es sich sehr komisch an und sehr angehangen an, dass nach der Vader-Sache hier zu 100% noch diese Reva-Sache kommen wird, sollte sie nicht noch in den Obi-Wan-Vader-Konflikt eingreifen, wovon wie gesagt nicht auszugehen ist. Und dann ist die Frage, wie löst man das Ganze auf? Wird das ein Kampf zwischen Obi-Wan und Reva auf Tatooine, wo Obi-Wan sie dann am Ende besiegt? Das wäre dann auch ziemlich komisch, weil man den Main-Event mit dem Kampf gegen Vader gerade hätte und dann kommt noch so ein Kampf. Wird es ein Gespräch, wo Obi-Wan Reva davon überzeugt ist, einfach zu lassen und dann geht Reva von dannen einfach so, aber weiß halt eben von Luke und vielleicht dann auch schon von Leia und ist vielleicht dahinter gekommen, was hinter den Zwillingen steht, denn sie weiß ja noch nicht, was die genaue Bedeutung ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dahinter kommen wird und dass das auch ein Punkt wird. Ich finde beide Varianten, wie man da rauskommen kann aus diesem Konflikt, irgendwie ziemlich, ziemlich komisch, weil ich denke irgendwie nicht, dass man Reva jetzt noch mit Worten überzeugen kann und ein Kampf würde sich auch komisch anfühlen. Deswegen ist das irgendwie so eine komische Lage, in die sich halt eben die Serie hier gebracht hat, indem sie Reva einfach nicht haben sterben lassen, sondern auch diesen komischen, sie findet von Luke heraus Punkt eingebracht haben. Denn eine Sache ist, denke ich, klar, sie darf in keiner Form zu Luke durchdringen und wenn, darf dann in Gegenwart von Luke nicht die Macht und auch kein Lichtschwert eingesetzt werden, weil Luke von beidem ja erst in Episode 4 erfährt. Das heißt, eigentlich darf da etwas in die Richtung nicht kommen und ich habe wirklich Angst, dass er an die Obi-Wan nach Tatooine kommt, die Last Form aufsucht und dann sind auf einmal, ja, Owen, Beru und Luke irgendwie gefesselt und Reva steht davor mit gezücktem Lichtschwert. Ich habe eigentlich Angst, dass so etwas Dummes wirklich kommt und hoffe, dass das nicht der Fall ist, dass man da nichts bricht, was dann in Episode 4 keinen Sinn mehr ergeben würde, wenn man hier gewisse Sachen machen wird. Deswegen muss man Luke hier eigentlich so weitestgehend rauslassen und deswegen verstehe ich halt nicht diesen Fokus, den Luke am Ende der letzten Folge noch einmal erhalten hat. Also letztendlich weiß ich wirklich nicht, worauf das hier jetzt noch hinauslaufen wird, weil es das einfach falsch anfühlt für mich. So, das Einzige, was ich dann sehen würde, ist, dass dann wie halt eben, wie die Gerüchte es sagen, es halt noch eine zweite Staffel gibt, wo das halt eben mit Reva als Hauptbösewichtin dann wirklich ohne Vader erzählt werden könnte oder einfach ihre eigene Spin-off-Serie, die Gerüchte gibt es ja auch. Daran glaube ich irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, das wird man wirklich komplett in der Folge abhandeln. Und jetzt, wo es da ist, hoffe ich das auch, weil ich brauche momentan, es sei denn Folge 6, überzeugt mich vom Gegenteil, keine zweite Kenobi-Staffel. Und ich brauche auch keine Reva-Serie, was Reva jetzt nach der Kenobi-Serie noch macht. Das einzige Interessante bei Reva, die ich als Figur durch Folge 5 dann doch mochte, wie gesagt, außer die Tatsache, dass sie überlebt hat. Das Einzige, was mich bei Reva jetzt noch interessiert, ist ihre Geschichte, wie sie halt eben vom Jedi-Tempel, nachdem sie bei den Leichen war, geflohen ist und aus der Gosse dann zur Inquisitorin wurde. Aber das ist auch eine Geschichte, die möchte ich persönlich eigentlich viel lieber als Comicreihe umgesetzt sehen. Deswegen hoffe ich nicht, dass das passiert und bin wirklich verwirrt, wie man das jetzt hier in diese Serie noch reinbringen wird. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine interessante Komponente, die noch dazu kommt und die das Ganze auch eigentlich verzwickter macht. Und zwar hat ja Bail Organa angekündigt, dass er Owen helfen möchte auf Tatooine. Das heißt, Bail Organa ist gerade anwesend und Obi-Wan weiß davon. Erst einmal würde sich, denke ich mal, Bail Organa dann hier wie ein ziemlicher Fremdkörper anfühlen und dass er Owen helfen möchte, ist eh sehr erzwungen, um Reva halt eben überhaupt erst hier hinzubekommen, damit er diese Nachricht sendet. Aber vor allem bedeutet das, wenn Obi-Wan weiß, dass Organa auf Tatooine ist, dann heißt das ja, dass wenn er mit Leia von Vader weggekommen ist, was ja auf jeden Fall passieren muss in irgendeiner Form, da wir ja wissen, dass beide da heil rauskommen und Leia wieder nach Alderaan geht und Obi-Wan nach Tatooine, dann wird er ja wohl Leia direkt zu ihrem Vater bringen. Das heißt, er wird Leia mit nach Tatooine nehmen. Und ich habe da wirklich Angst, dass man hier ein Treffen von Luke und Leia zeigt, nur dass beide keine Ahnung haben, wer der oder die jeweils andere dann halt eben ist. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja, das ist jetzt so meine Meinung zu der ganzen Reva-Sache. Ich finde, das ist eine Zwickmühle, die sich komisch anfühlt und bin gespannt, ob die Serie das schafft, das in irgendeiner Form zufriedenstellend zu lösen. Und wenn sie das hinbekommen, dann wirklich Props, weil ich sehe da wirklich gerade keine Möglichkeit, die sich nicht zumindest ein bisschen komisch anfühlen würde. Ja, das wird uns dann eben von den ganzen Storypunkten zum nächsten Punkt Überraschungsauftritte. Da hätte ich jetzt natürlich alle möglichen Charaktere, die zu der Zeit im Star Wars-Universum leben, aufzählen können und darüber sprechen können. Ich habe mich jetzt auf 7 quasi
ja, festgelegt, über die man sprechen kann, wovon einige komplett unwahrscheinlich sind und manche halt wahrscheinlicher. Kommen wir zu einem sehr wahrscheinlichen, wovon ich fast schon sicher bin, dass wir ihn sehen werden. Das ist natürlich Liam Neeson als Qui-Gon Jinns Machtgeist. Das wurde ja schon öfter angeteased, indem Obi-Wan halt zu Qui-Gon gesprochen hat. Dieser hat nicht geantwortet. Das muss ja eine Klammer auf sein, die jetzt irgendwie eine Klammer zubekommt. Das heißt, wir werden mindestens Qui-Gon Jinn mit der Stimme hören. Das ist ja wohl klar. Klar hatten wir auch schon davor, aber das waren Dialoge aus den Prequels, das zählt nicht. Und im Deutschen muss man dazu sagen, wird man dann nicht Qui-Gons Stimme hören, da der Synchronsprecher von Liam Neeson, ich weiß leider seinen Namen nicht, ich blende ihn hier einmal ein, leider Gottes 2019 meine ich schon verstorben ist, was auch der Grund ist, dass da Qui-Gons Stimme auch schon von jemand anders gesprochen wurde. Also da möchte ich schon einmal Leute vorwarnen, dass wenn das passiert, dass Qui-Gon halt anders klingen wird im Deutschen. Ja, ich persönlich würde bevorzugen, wenn Qui-Gon wirklich in einer entscheidenden Situation als Machtgeist auftreten wird. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das den Kanon brechen würde, denn es ist auf jeden Fall fest etabliert, dass er Obi-Wan im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin, während Episode 4, wo Luke gerade das mit, ja, herausfindet, dass Beru und Owen geröstet wurden, da ist ja Obi-Wan noch bei den Jawas und lässt diese halt eben, ja, verbrennt halt eben deren Leichen, die vom Imperium abgeschlachtet wurden. Und während Luke halt weg ist, spricht da Obi-Wan mit Qui-Gons Machtgeist, der sich tatsächlich jetzt auch manifestieren kann. Das konnte er unter anderem in Clone Wars noch nicht. Inzwischen kann er es. Und ich habe mal gehört, dass es das erste Mal ist, dass Qui-Gon als Machtgeist wirklich erscheint. Und deswegen wäre es ein Kanonbruch, wenn er es jetzt auch hier in der Serie 9 Jahre vorher tut. Aber um ehrlich zu sein, hier wäre es ein Kanonbruch, mit dem ich absolut cool wäre. Erstmal wäre es natürlich super schön, hier Qui-Gon Jinn noch einmal zu sehen, auch wenn natürlich Liam Neeson auch ziemlich viel älter geworden ist in den über 20 Jahren, ist ja wohl klar. Ich glaube, der ist inzwischen schon 70 oder so, aber ist halt einfach das Alter, machst du nix, ist halt einfach. Irgendwann sind wir alle 70, wenn wir nicht vorher, ja, durch irgendein Unglück sterben. Oh Gott, das ist gerade düster geworden. Ich finde es auf jeden Fall, würde es auf jeden Fall ziemlich komisch finden, wenn Qui-Gon ihm erst da erscheint, da ich finde, dass Qui-Gon ihn ab dem Zeitpunkt erscheinen kann, beziehungsweise ich es cool finden würde, wenn Obi-Wan wirklich kurz davor ist, zu dem Episode 4 Obi-Wan zu werden. Und da ich mal davon ausgehe, dass man so etwas, was die Entwicklung angeht, in diese Folge hier bringen wird, dass man da in einem entscheidenden Moment hier Qui-Gon als Machtgeist zurückbringt. Wenn es ein Kanonbruch ist, ist es einer, mit dem ich vollkommen cool bin. Und wenn nicht, dann nicht. Weil wie gesagt, ich habe leider From a Certain Point of View, woher diese Info stammt, noch nicht. Ich werde es mir nächsten Monat zulegen. Aber vor Ende der Kenobi-Serie werde ich es halt eben nicht gelesen haben. Deswegen kann ich es da eben nicht konfirmen. Aber von Qui-Gon Jinn gehe ich eigentlich zu 100% von der Stimme aus. Und zu 95% halt eben, dass wir ihn auch als Machtgeist sehen werden. Und dann gehen wir bei den nächsten Jedi rein, der hier noch aktiv ist, oder aktiv nicht so richtig, eher im Exil, der aber auch in der Originaltrilogie vorhanden ist und natürlich auch eine Connection zu der ganzen Geschichte hat, weil er von allem weiß. Das ist natürlich Jedi Meister Yoda, aber da bin ich mir sicher, werden wir ihn nicht sehen. Als Machtgeist kann er ja gar nicht auftreten, weil er hier zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist. Und in irgendeiner anderen Form sehe ich eigentlich keinen Grund, wieso man ihn jetzt hier einbringen sollte. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir hier Yoda sehen werden. Ein weiterer Name ist Quinlan Voss, den ich hier eigentlich nicht reinbringen würde, wenn er nicht explizit genannt worden wäre in der dritten Folge, als jemand, der Kontakte noch zum Pfad hat. Durchaus wäre cool, ihn zu sehen, aber ich würde jetzt hier, wo man wirklich schon richtig viel hat, was man noch abdecken muss in dieser einen Episode, eigentlich ziemlich unpassend finden und wüsste nicht, wo man ihn reinbringen soll. Vielleicht maximal, damit der Großinquisitor etwas zu tun hat, während Vader und Obi-Wan miteinander kämpfen, aber mehr fällt mir da nicht ein. Ich denke mal nicht, dass wir ihn sehen werden. Und dann natürlich eine Sache, wovon ich nicht unbedingt ausgehe, aber über die ich mich sehr freuen würde, das wäre natürlich der Imperator höchstpersönlich. Ian McDiarmid hat schon gesagt, er ist hier nicht in der Serie drinne, aber spätestens seit Andrew Garfield wissen wir ja, dass solche Aussagen mal mindestens mit Vorsicht genossen werden sollen, denn was sollen natürlich Schauspieler anderes sagen, um hier nicht zu spoilern? Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ganz am Ende eine Szene hat, wo vielleicht Vader per Hologramm Palpatine von den Ereignissen mit Kenobi berichtet. So, das ist aber auch der einzige Kontext, wo ich mir den Imperator hier vorstellen könnte. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dann habe ich mal zusammengefasst, möglicherweise noch andere Inquisitoren, weil, was ich ein bisschen schade finde, wir haben die ganze Serie hinweg immer nur dieselben Inquisitoren gesehen und das hat sich leider ein bisschen komisch angefühlt, dass es halt letztendlich mit dem Großinquisitor insgesamt 4 waren. Also Reba, 5. Buddha, Großinquisitor und die neue Inquisitorin. Fand ich ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch welche sehen werden, weil ich jetzt nicht glaube, dass jetzt noch viele Truppen vom Imperium dazukommen werden. Ich denke, das bleibt jetzt bei Vader und vielleicht halt auch dem Großinquisitor. Der Zug ist hier jetzt
abgefahren, dann kann man hier theoretisch rein timeline-mäßig Han Solo und Chewbacca reinbringen, weil wir ja noch sehr wahrscheinlich nach Tatooine mit einem größeren Reaver-Storypunkt zurückkehren werden und Han Solo und Chewbacca zu der Zeit auch schon, weil ja Solo Star Wars Story ein Jahr her ist und sie da den Tipp von Beckett bekommen haben, auf Tatooine nach Arbeit zu suchen, ja, dürften sie ja schon auf Tatooine für Jabba durchaus aktiv sein, aber ich denke mal, es wäre hier eher unpassend, den alten Aaron Reich Han Solo mit Chewbacca einzubringen. Wäre erstmal weird, wenn man wirklich den erwachsenen Han Solo schon mit der 10-jährigen Leia hier nebeneinander anvisiert. Würde ich weird finden, deswegen gehe ich davon nicht aus, wollte es aber erwähnt haben, da es theoretisch möglich wäre, timeline-mäßig. Genauso natürlich auch mit Boba Fett, aber für Boba Fett ist der Zug hier für mich auch schon abgefahren, der wäre vielleicht an anderen Stellen, möglicherweise in der zweiten Folge, cool gewesen, aber hier jetzt auch nicht mehr und das wären jetzt alle Überraschungsauftritte, die ich hier einmal kurz erwähnen würde. Einen weiteren haben wir hier noch, aber da kommen wir jetzt halt eben, oder zwei weitere haben wir hier noch, da komme ich aber jetzt halt eben bei den Flashbacks kurz drauf zu sprechen, weil bekommen wir hier noch krasse Flashbacks. Es gibt da viele Leute, die wünschen sich unbedingt noch Clone Wars Flashbacks, wo Hayden und Ewan dann auch die Clone Wars Rüstungen dabei tragen und ich muss sagen, ich will nicht, dass sie die tragen, weil ich finde, die Rüstungen, die sie in den ersten Clone Wars Staffeln halt eben anhaben, die sehen in der Live-Action-Version ziemlich komisch und fehl am Platz aus, fand ich halt eben vor allem, weil es auch diese Skins bei Battlefront 2 gibt, an den, ja, an Ewan und Hayden angelehnten Designs von Obi-Wan und Anakin, und ich finde, da waren die schon unpassend, deswegen will ich das eigentlich nicht in Live-Action sehen, aber man könnte hier natürlich trotzdem noch Clone Wars Flashbacks während des Kampfes einbringen und auch Flashbacks mit einer jungen Ahsoka, das vielleicht auf Ahsoka Bezug genommen werden könnte während des Kampfes in einem Gespräch zwischen Vader und Obi-Wan. Das heißt, da könnte man sehr coole Flashbacks natürlich machen. Und wie man natürlich auch noch zurückbringen könnte in Flashbacks, das ist natürlich auch Padme Amidala, die ja der entscheidende Punkt war, wieso Anakin auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Da kann auch noch das Gespräch, wenn es ein Gespräch während des Kampfes gibt, durchaus hindriften und da kann man dann auch Flashbacks von Padme zeigen. Als Natalie Portman, worüber ich mich extrem freuen würde, noch mehr tatsächlich als über Ahsoka, da Padme halt einfach für die Live-Action-Story der Charaktere die wichtigere Figur ist, aber ich halte es tatsächlich für unwahrscheinlich, da ich nicht glaube, dass man hier noch Natalie Portman für die Serie bekommen hat. Und eine ganz wichtige Sache, ich möchte nicht einfach coole Flashbacks haben, um coole Flashbacks zu haben, ich möchte, dass man es wie in Folge 5 mit dem Trainingskampf von Obi-Wan und Anakin gut in die Story der Folge integriert, das ist mir eigentlich das Wichtigste und dann nehme ich auch wirklich jeden Flashback, denn wenn man es einfach nur macht, um es halt zu machen, dann würde ich es nicht so gut finden, auch wenn ich natürlich im ersten Moment kurz ausrasten würde, coole Flashbacks zu bekommen, aber ich will schon, dass sie Hand und Fuß haben, glaube aber tatsächlich nicht mehr, dass wir wirklich viele Flashbacks bekommen, zumindest nicht so prominent wie in Folge 5, werden einige enttäuscht sein, dass sich viele krasse Flashbacks gewünscht haben, ich muss sagen, ja, ich hätte sie zwar genommen, aber ich brauche auch nicht unbedingt eine Flashback-Show hier in dieser Serie, deswegen wäre ich damit cool und das bringt uns dann wirklich zum allerletzten Problem, wirklich, und letzten Punkt hier auch in diesem Video, und zwar das große Leia Organa-Problem, denn leider hat die Serie es so aufgebaut, dass Reva gezielt Leia entführen ließ, damit Obi-Wan eben auf die Landkarte tritt, um sie zu retten. Und von diesem Plan weiß auch der Großinquisitor und damit wird es auch Vader wissen. Das heißt, selbst wenn die Serie so endet, dass am Ende Obi-Wan in Ruhe nach Tatooine zurückkehrt, Reva ignorieren wir da mal, und es schafft, dass Leia nach all daran zurückgebracht wird, ich meine, egal auf welche Art und Weise, so wird es ja enden, weil das ja auf jeden Fall passieren muss, kanonisch, weil ja das auch der Standpunkt ist, wo Episode 4 von aus startet. Aber das große Problem ist, wenn Vader weiß, dass mit Leia gezielt Obi-Wan Kenobi hervorgelockt werden kann, dann gibt es ja keinen Grund, wieso er, wenn er Kenobi unbedingt noch bekommen möchte, je nachdem, wie sie hier in dieser Folge dann auseinandergehen werden, dann gibt es ja keinen Grund, wieso er Leia in Ruhe lassen sollte die nächsten 9 Jahre bis halt eben Episode 4 und sie nicht einfach wieder entführt, wieder und wieder und damit immer wieder Obi-Wan auf den Plan ruft, bis er ihn halt letztendlich töten kann. So, da gibt es wirklich absolut keinen Grund für und darüber hinaus weiß er jetzt halt auch, dass Obi-Wan eine gewisse Verbindung zu Leia hat. Das bedeutet, Leia ist relevanter, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Und dann wird er erkennen, okay, Bail Organa hatte eine Verbindung zu Padme Amidala im Senat. Die waren da quasi in derselben Partei, wenn man so nennen kann, haben eng zusammengearbeitet, waren deswegen auch halt eben gut befreundet. Das weiß er ja, weil er da dabei war in den Klonkriegen. So, und dann haben wir Leia Organa, die zufällig genauso alt ist ungefähr, wie halt es lange her ist, dass Padme tot ist. Und genau zu der Zeit hat zufällig auch Bail Organa in irgendeiner Form halt eben Leia adaptiert.
adoptiert. Das heißt, eigentlich muss Vader dann halt eben, wenn er nicht komplett dumm ist, da den Schluss ziehen, dass da vielleicht noch irgendwie eine Verbindung zu Padme besteht und dass sie ja vielleicht seine Tochter ist. So, wisst ihr, worauf ich halt eben hinaus will? Das wird, finde ich, sehr selten in Reviews angesprochen, dieses Problem. Aber Leia ist jetzt für Vader und das Imperium so krass auf der Landkarte, dass es keinen Sinn macht, dass die nächsten 9 Jahre verhältnismäßig in Ruhe gelassen wird. Das heißt, die Serie muss hier wirklich aus dieser eigentlich unlösbaren Situation, wo man eigentlich nur rauskommt, wenn die Figuren wichtige Details vergessen, aus der Situation muss die Serie einfach rauskommen, weil wenn er einfach nur Leia nach Alderaan bringt und nach Tatooine geht und das war's, dann ist das Ganze ein gigantisches Plothole, was diese Serie hier aufmacht, weswegen ich sogar fast sagen würde, ist es vielleicht besser gewesen dann, dass die Serie so nicht existiert. Was man ja wegen der generellen Qualität durchaus mal aufreißen könnte, das Thema. Aber ja, dieses Leia-Problem, was sie halt eben dadurch erschaffen haben, müssen sie in irgendeiner Form spektakulär noch lösen. Und ich hoffe, sie kriegen das hin. Das sind jetzt meine Gedanken hier vor diesem Finale der Obi-Wan Kenobi-Serie. Und ich hoffe wirklich, dass alle Erwartungen hier komplett übertroffen werden. Das wäre wirklich schön. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Dennoch gebe ich nicht auf und habe immer noch ein bisschen Hoffnung in mir drinne. Und mit diesem Wort Hoffnung, was ja auch das letzte in Rogue One ist, einem wirklich gelungenen Episode 4 Prequel, möchte ich diese Review dann auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, hier waren ein paar interessante Gedankengänge bei. Mal gucken, ob irgendwas von dem, was ich so gesagt habe, eintrifft oder ob es ganz anders kommt, ob es der Serie gelingt, das Ganze hier zufriedenstellend abzuschließen oder halt eben leider überhaupt nicht. Wir werden es morgen herausfinden. Hoffen wir das Beste und ich würde sagen, jetzt verabschiede ich mich nach etwas über einer halben Stunde, sage ciao und möge die Macht mit euch sein.